Willkommen auf der CES hier am Stand von Mercedes-Benz. Wir wollen heute schauen, was die Stuttgarter uns Neues mitgebracht haben. CES steht für neue Technologien, für Innovation. Wir sind seit vielen Jahren hier. Wir haben einiges mitgebracht dieses Jahr. Zum Beispiel unser Autokonzept Fit and Healthy. Über Sensorik erkennt es den Zustand, den Gesundheitszustand des Fahrers oder des Passagiers und können per Knopfdruck verschiedene Programme aktivieren und arbeiten mit Bewegung, Massagesitz, mit Licht, mit Sound, mit Duft, um ihr Wohlbefinden zu steigern während der Fahrt, vor der Fahrt oder nach der Fahrt. Wir haben unser Concept EQ. Das ist das erste Auto in der Produktfamilie EQ. Ein vollelektrisches Auto, aber auch diese volle Konnektivität und autonomes Fahren haben wird. Und das ist ein Auto, woraus eine ganze Familie wird. Auch der sogenannte Vision Van ist hier. Eine Zukunftsvision. Wie sieht Warentransport in der Stadt aus in Zukunft? Bis hin zu Drohnen auf dem Dach. Mercedes zeigt hier auf der CES das Konzept Vision Van. Dabei geht es um die Auslieferung von Paketen auf der letzten Meile mit Hilfe von Drohnen. Für mich ein Konzept, das relativ weit weg ist. Eins, das viel näher dran ist, nennt sich Vans & Robots. Und was dahinter steckt, schauen wir uns jetzt an. Hinter Vans & Robots verbirgt sich die Symbiose aus unseren Vans, die ja ein Betriebsmittel zum Transport von Gütern auf der letzten Meile sind, mit den Robotern von Starship Technologies, unserem Partner, einem Startup aus London. Und die Kombination macht den großen Unterschied, wenn es um Effizienz geht in der Belieferung der Kunden auf der letzten Meile. Die Idee ist am Ende die, dass wir die Auslieferungsprozesse parallelisieren. Das heißt, wir lassen beispielsweise 6 Roboter raus an einem bestimmten Stopp und können dann ja weiterfahren, weitere Auslieferungen machen mit dem Fahrer und an einem anderen Stopp holen wir diese 6 Roboter wieder rein. Und durch dieses Parallelisieren holen wir natürlich Effizienzsprünge in ungeahntem Ausmaß. Eines der bestimmenden Themen hier bei Mercedes-Benz am Stand ist künstliche Intelligenz und ihr Einzug in die Fahrzeuge. Was das für Auswirkungen hat, was es für Annehmlichkeiten bieten kann, dazu jetzt mehr. Dieses C-Klasse AMG Coupé hat genau die Technik an Bord, die uns das Leben leichter machen soll, nämlich lernen, was wir für Vorlieben haben. Das Auto merkt sich einfach Dinge, die wir immer wieder tun und macht es uns leichter, diese Dinge auszuführen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit mir einen Kaffee hole, dann würde das Navigationssystem mir von vornherein anbieten, hier drück diesen Knopf und wir fahren zu deinem beliebtesten Coffee Stop. Oder aber, wenn es heißt, ich telefoniere morgens immer mit den gleichen Personen, dann hätte ich hier auch im Endeffekt über einen einzigen, sag mal, Kurzwahltaster automatisch morgens die Möglichkeit, diese Person wieder anzurufen. Also einfach eine Hilfe, die automatisch lernt, was ich für Vorlieben habe. Mercedes nutzt auch dieses CES, um zu zeigen, was heute, was morgen und auch übermorgen möglich ist oder möglich sein könnte mit dem Automobil und allem, was dazugehört. Man hat hier das Gefühl, wenn man sich das Portfolio anschaut, dass das Unternehmen sehr gut für die Zukunft gerüstet ist.